Grüß Gott, einen schönen Tag. Ich bin der Heini Rosa Rauch, geboren am 01.01.1932 in München, Freimann, am Schießplatz Nummer 16 in einer Bretterhütte. Und die hat mein Vater aufgebaut und nach 2 Jahren ist die abgebrannt. Über einen Ziegenstall, das Nachtquartier, sind wir in die alte Heide gekommen, in die Wohnung. Und da bin ich aufgewachsen und dort 1938, beim ersten Fliegeralarm, Probealarm, habe ich das Zittern angefangen, weil die Sirenen vom Brand von der Hütte noch in meinem Kopf gewesen ist. Und bin aber dann in die Schule gegangen und habe mich schon langsam entwickelt, habe meinen Schulabschluss gemacht über verschiedene Stationen, noch die mittlere Reife nachgeholt und bin dann über die mittlere Reife zum Staat gegangen und habe im Fernmeldedienst eine Tätigkeit gehabt, bin ausgebildet worden, habe meinen Führerschein gekriegt und bin dann im Weihnachtseinsatzdienst, nicht Wärmeldienst, sondern Backeldienst, ausfahren, runterkommen ins Hasenbergl. Und da waren schon die ersten Häuser gestanden und die Block vierstöckig hoch, wo wir Backel liefern haben müssen. Da haben die Frauen vom Fenster runtergeschrien, ich konnte nicht runtergehen, ich bin eingesperrt worden. Und dann hat sie gesagt, ich schicke euch einen Strick runter. Dann hat sie einen Strick runterlassen. Dann haben wir die Backel an den Strick gehängt. Und die haben es aufgezogen und so sind wir von Haus zu Haus und dann über die Panzerwiesen noch mit dem VW-Bus durch den Schnee durchgefahren, weil es Gaudi gemacht hat. Und die Frauen waren zufrieden und ich war zufrieden. Und das war unser ganzer Weihnachtseinsatz. Und das war das Lager Frauenholz, das hat sich entwickelt und ist heute ein schönes Viertel wie alle anderen auch. Und da bin ich zufrieden, da bin ich daheim.